kein einziges Sternerl ist am Himmel zum Sehen. Du musst schauen, dass du in den Sturm reinkommst und zusperrst. Weil bei uns in der Gegend sagt man, dass sie in so einer Nacht die alte Heilweberin zeugt. Eine Hex ist die gewesen. Und vor beinahe 100 Jahren war die recht beliebt da, weil es die Leute im Dorf mit ihrer schwarzen Kunst immer wieder geholfen hat. Aber wie dann ein neuer Pfarrer ins Dorf gekommen ist und die Gendarmerie geholt hat, nachher haben sie es in den Wald rausgetrieben. Und keiner aus dem Dorf hat ihr geholfen. Vom Waldrand aus hat sie zurückgerufen, dass sie das nicht vergessen wird. Dass sie sich rächen wird an jedem Einzelnen. Meine Großmutter hat das noch selber gehört, wie sie den Fluch ausgestoßen hat. Sie war damals schon alt zwei gewesen und hat sicher nicht mehr lang gelebt. Aber bald hat's geheißen, in so einer stockfinsteren Nacht wie heut, da kommt der Geist aus dem Wald raus und geht von einem Haus zum anderen. Dann klopft's an die Türen und wenn keiner aufmacht, geht's ums Haus um mich. Dreimal macht's das. Dreimal hörst das Klopfen, bis es wieder verschwindet. Wenn du aber in der Zeit die Tür aufmachst, wunderst dich, dass draußen nichts vorfindest. Nicht einmal Spuren kannst sehen, wenn's draußen einen Schnee hat. Aber wenn's dann wieder in den Sturm reingehst, nachher lauert's da dort auf. Hockt auf dem heißen Ofen oben und lurt. Oder wart in der finstersten Ecke vom Zimmer auf die. Sie macht so einen Spaß draus, dass so lang wart, bis du es entdeckst. Und wenn's dann ihre gleierten Augen siehst, ist schon spät. Nachher packt's die und reißt die mit. Fahrt mit dir zum Kamin oder zum Fenster aussehen und in den Wald rein. Seitdem ist immer wieder wer bei uns im Dorf verschwunden. Das ist bei uns in der Gegend nichts Besonderes, dass jemand nicht mehr auftaucht. Manche hauen ab, weil die Gegend so arm ist. Andere fallen in einen Fluss rein oder stürzen einen Abhang runter. Aber bei uns im Dorf kommt es schon besonders oft vor, dass wer ohne Spur verschwindet. Man sagt, die alte Heilweberin will so lange weitermachen, bis sie jeden vom Dorf erwischt hat. Mein Vetter, der Alois, der war einmal in genau so einer Nacht mit einem anderen Knecht beieinander geguckt, droben in der Hütte. Und der andere ist kein Hiesiger gewesen. Aus der Stadt war der und Konrad hat der geheißen. Und wie sich der Konrad gewundert hat, warum der Alois gleich die Tiere so zusperrt, da hat ja mein Vetter die Geschichte von der alten Heilweberin verzeiht und hat gemeint, dass man in so einer Nacht unbedingt die Tür zusperren muss, weil die Hex sonst da ohne Arztklopfer reinkommen kann. Gelacht hat der Konrad dann und hat gemeint, was wir da für eine vergessene Bagage sind, weil wir mir nur so an Zeich glauben. Am Alois war das wurscht, was der andere denkt. Aber dann ist der Konrad zum Ofen gegangen und hat ein Holz nachgelegt und von da aus hat er durchs Fenster den Schlehhuberhof gesehen. Der alte Schlehhuber hat dort damals allein gelebt und hat noch ein paar Viecher gehabt. Dann hat sich der Konrad daran erinnert, wie ihn der alte Schlehhuber schon einmal dahergeschimpft hat, weil er sich einfach einmal zwei Eier aus dem Hähnerstall genommen hat. Und dann hat er dem Alois vorgeschlagen, dass den Alten in der Nacht ein wenig ärgern. Umgehen wollte er zu dem Eierhof und wollte dort an dir klopfen. Wenn du schon alle an die Sache mit der Hex glauben, dann wird der Alte recht erschrecken, hat er gemeint. Der Alois wollte aber mit dem Vorhaben nichts zu tun haben und hat ihm auch davon abgeraten, jetzt noch rauszugehen. Dann hat der andere noch einmal gelacht und hat gesagt, nachher geht er halt allein. Da hat er dann wohl schon nicht mehr zurückrudern können und wollte so dastehen, als hätte er mehr Schneid als wie der Alois. Nochmal hat er lachen müssen, wer da draußen war und gehört hat, dass der Alois die Tür hinter ihm gleich wieder zusperrt, damit ja die Hex nicht reinkommen kann. Und dann ist er verschwunden, der Konrad. Und der Alois hat gewartet. Ruhig war's. Die Vorhänge vor die Fenster hat er zugezogen gehabt. Und nochmal ein Scheidel Holz in den Ofen reingelegt. Dann hat's geklopft bei der Tür. Der Alois hat aufgehorcht, hat zu dir hingeschaut, als könnte er erkennen, wer oder was da auf der anderen Seite draußen ist.
Aber dann ist nichts mehr gekommen. Jetzt will er mich reinlegen und tut so, als wäre er die Hex, hat sich da alles gedacht. Aber aufmachen traut hat er sich nicht. Lieber wollte den anderen ein wenig draußen warten lassen, wenn der schon gemeint hat, er müsse dann den Leuten ärgern. Ganz starr hat er sich gehalten. Und sonst hat er von draußen auch nichts mehr gehört, als wäre der Wind, der ums Haus gepfiffen ist. Bis er vor einmal wieder geklopft hat. Wieder hat's ihn alles gerissen und er hat zu der Tür geschaut. Gar nicht mehr rühren traut, hat er sich. Wenn's der Konrad ist, dann soll er was sagen zu mir. Aber drum bitten, tu ihn da auch nicht drum. Von mir aus kann er nur lang draußen stehen bleiben. Wieder ist starr geworden. So ruhig, dass der Alois das Knarzen vom Holzboden unter seine Füße gehört hat. Aber dann hat's auf einmal bei der Tür bumpert. Ich bin's, der Konrad, hat er durch die Tür durchgehört. Lass mich nicht warten. Jetzt ist ihm halt doch ein wenig Angst geworden, hat sich der Alois mit einem Grinsen gedacht und ist hingegangen, hat die Tür aufgesperrt und den anderen einerlassen. Regelrecht einergestolpert ist der, hat ganz aufgelöst da und laut geschnauft. Wie der Alois gleich die Tür wieder zugesperrt hat, ist der andere in Stumm rein, hat sich an den Tisch geguckt und einen Bärwurz eingeschenkt. Ich war bei dem Hof, hat der Konrad verzeiht, wie er den Schnaps runtergekippt hat. Aber da war keiner. Das Haus war komplett verlassen und die Haustür ist einfach offen gestanden. Ich hab gerufen, ob da wer ist und ob wer Hilfe braucht. Aber wie ich ein wenig geschaut hab, hab ich gesehen, dass die Viecher von dem alle hinterm Haus umeinander gestanden sind. Als hätt's irgendwas aufgescheucht, vom Stall außer drin und war dann wieder verschwunden. Ganz bleich hat er mein Vetter angeschaut. Alois, das war doch uns so, als war die Hex tatsächlich aus dem Wald rausgekommen und der alte Schlehhuber hätte vergessen gehabt, dass er zusperrt. Jetzt war's aber der Alois, der gelacht hat. Kannst mit deinem Krampf aufhören, hat er gesagt. Oder meinst, du kannst mich wie blöd verkaufen? Der Konrad hat aber in den Kopf geschüttelt. Ich mach dir nichts vor, Alois. Geh halt zum Fenster und schau gobi. Nach siehst, wie's da unten auf dem Hof ausschaut. Obwohl er allerweil noch gemeint hat, dass der Konrad gleich ins Lachen ausbricht, ist mein Vetter dann zum Fenster gegangen. Und wie er gerade nach dem Vorhang gelangt, sagt er noch, geh weiter, ich hab schon gewusst, dass du mich reinlegen willst, wie du von draußen an dir angeklopft hast. Aber wie er alles nach Hause geschaut hat, hat der Pfeil gerade im Mondlicht gesehen, dass die Tür von dem kleinen Hof sperrangelweit offen gestanden ist. Und dass die paar Viecher von dem alten Mann hinterm Haus in der Gegend umeinander gestanden sind. Entgeistert hat er in Konrad angeschaut. Und der war auf einmal noch bleicher als mir vorher. Alois, hat er gesagt, ich hab nicht angeklopft bei dir. Ich hab doch gewusst, dass du nicht aufmachen wirst, wenn's an der Tür klopft. In dem Augenblick hat der Alois gewusst, was passiert ist. Die Hex ist da gewesen, hat angeklopft gehabt und ist ums Haus umgegangen. Und bevor es das dritte Mal angeklopft hat, hat er am Konrad die Tür aufgemacht. Eiskalt ist er mir auf einmal geworden. Und am anderen genauso. Voller Angst haben sie alle zwei umgeschaut, weil das ja geheißen hat, dass die Hex jetzt mit reingekommen ist. Dass die schon die ganze Zeit mit ihnen in der Stumm drin war. Zuerst haben sie voller Angst zum Ofen hingeschaut, aber da ist keine Hex nicht umgeguckt. Nachher haben sie in alle Ecken gesucht. Ganz schwach sind die bloß vom Kerzenlicht ausgeleicht worden. Aber auch dort war keine Hex. Wie da drauf der Konrad schon erleichtert war und sie einen zweiten Schnaps geschenkt hat, ist am Alois sein Blick unter den Tisch gefallen. Und da, unter der Eckbank, wo es so finster war wie die Nacht draußen, hat er zwar gleich die Augen gesehen. Der Alois hat kein Wort mehr rausgebracht, sondern bloß mit einem angstverzerrten Gesicht dahingedeutet. Aber wie der andere gerade gespannt hat, dass der Schrecken direkt neben seine Haxen unter dem Tisch gesessen ist, war es auch schon zu spät. Mit einem lauten Rumpeln ist der Konrad unter den Tisch gezogen worden, dass die Stühle gerade so weggeflogen sind. Und dann ist die Hex mit ihm durch die Stumm geflogen und zum Kamin rasse. Bloß mehr ein Rußwolken ist zurückgeblieben. Und so schnell ist es gegangen, dass der Konrad nicht einmal mehr hat schreien können. Auch bei mir hat's vorhin an der Tür geklopft.
Jetzt bin ich in meine Kammern aufgegangen. Von da aus sehe ich zwar nicht, wer vor der Tür steht, aber ich sehe den Weg, der zu unserem Häusl hinführt. Und obwohl da ein frischer Schnee liegt, sind überhaupt keine Spuren dort zu mir gekommen. Mir ist also ganz genau klar, wer da gerade angeklopft hat. Ich bin mir bloß nicht mehr sicher, ob ich vorhin auch die Tür wirklich zugesperrt habe.